Freunde, wie versprochen, kommen die Haare jetzt endlich ab. Ich hoffe, man kann mich hören, weil ich weiß nicht, wie es mit dem Mikrofon ist. Sollte aber funktionieren, sofern da ein bisschen Platz ist. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen weg. Sollte funktionieren. So, ich hoffe, man hört mich. Ich kann es nicht versprechen. Jetzt gehen die Haare ab. Let's start to... Keine Ahnung. So, ich mache das alles hier ins Waschbecken. Und danach geht das Ganze in die Mülltonne, ne? So, viel reden kann ich jetzt nicht, weil ich muss mich konzentrieren. Und danach muss ich dann auch noch duschen. Ich mache die Haare auf 3 mm, das kann ich euch sagen. Der Rasenmäher hier ist aber gut hier. Oh, habe ich schon graue Haare bekommen, heilige. Sind schon graue Haare drinnen. Duschen aus dem Grund, weil die Haare irgendwann anfangen zu kratzen, wenn ihr die zu lange hinten drinne habt, im Rücken oder was auch immer. Und deswegen gehen wir duschen. Da kannst du dir eine Perücke draus bauen aus den Haaren. Zeig's euch gleich mal, wenn ich fertig bin. Ja, der Rasierer ist gut. Sieht schon gut aus, oder? Ich könnte das hier stehen lassen, aber... Ja, kann man lassen, ne? Aufsatz ab. Bisschen die Schönheitsarbeit.
Okay. Machen wir gleich noch mal. Atmet ab. Au, tut weh. Oh. Und ihr seht, die ganzen Haare hier kleben alle am T-Shirt fest, ne? Das mache ich dann nachher auch gleich in die Waschmaschine. Noch. Ja, kann man lassen.
kann man lassen. Ich gehe jetzt nochmal drüber über gewisse Stellen. Und es fängt jetzt schon an zu jucken, Freunde. Jetzt. Aber da ist nichts mehr. Kann man lassen, Freunde. Haare sind ab. Hinten auch alles gut. Ja, sollte gut sein. Das Ganze hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Ihr seht, so einfach kann man sich die Haare selbst schneiden. Ich mache die immer so kurz, nicht wundern. Ich habe die Haare immer auf 3 mm. Das ist für mich am besten. Ja, am Bart, da kann man, gibt es noch einige. Ach, das juckt, Alter. Ich muss gleich waschen. Leider gleich in die Maschine rein. Ja, normal könnte ich jetzt mit dem Nassrasierer da noch nachgehen, aber. Freunde. So, ich bin mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Hier hinten noch, was ist der noch? So, sollte so passen. Ja, das müssen wir jetzt feinarbeiten, hier noch mit Nassrasierer, meine Freunde. Komm, wollen Sie nicht jetzt in dem Video übertreiben. Ich zeige euch das Ergebnis und die Haare, die sind hier. Kann man eine schöne Perücke draus machen, Freunde. Und so sieht das Ergebnis aus. Auch mal sehen. Wartet. Ja. Wer es mag, mir passt das so und fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, wie ich meine Haare abrasiert habe, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Ich bin raus. Ciao mit V.